Kapitel 62. Das Opfer der Schatten. Alle Orbs über dem Kopf des Zeta begannen sich mit hoher Geschwindigkeit um dessen Kopf zu drehen, als unzählige der bekannten kleinen Orbs sich aus diesen lösten. Genug war geredet worden, die Fronten hatten sich verschoben und Kräfte wurden freigesetzt. Für den Sieg Auroras musste die Gruppe aus der Plot-Elite, abzüglich dem Zeta gewordenen Endynalos, das Unmögliche möglich machen. Das Wesen, welches vom Körper her immer noch Endynalos war, bewegen. Das, was nicht einmal Elementara geschafft hatte. Und noch dazu war seine Gegenwehr dieses Mal um Welten mächtiger als alles, was er je zuvor leisten konnte. Schnell nutzte Zeta nun eine seiner neuen Techniken. Eine Attacke, die ähnlichen Prinzipien folgte, wie auch Epsilons Raumkreisel. Ein Angriff, der die Umgebung so veränderte, dass es für jedes Pokémon außer Endynalos schwieriger wäre, sich zu orientieren und zu bewegen. Allerdings war es im Falle dieses Pokémon ein starker Wind, was für die Gruppe schon beinahe eine Erleichterung war. Denn nun mussten sie nicht ständig die Krallen im Boden gegraben halten, damit sie nicht selber Opfer des Portales wurden, welches ihnen den Sieg bescheren sollte. Aber dies war auch nur ein kleines Plus in einem Duell wie diesem. Theoretisch standen die Karten für die Gruppe um Aurora nicht schlecht mit zwei Eistypen gegen einen Drachen. Doch in diesem Kampf schienen Typenvorteile das Letzte zu sein, was etwas bewirken würde. Gerade da es beinahe so schien, als habe Zeta nicht einmal dieselben Typen wie Endynalos. Es ging eher in Richtung Elementara, was bedeutete alles. Und die riesigen Orbs personifizierten die verschiedenen vertretenen Typen allesamt. Von diesen Gegenständen ging auch ein großer Teil der Angriffskraft aus. Immer noch basierte vieles von der Strategie des Drachen auf seinen kleinen Orb-Angriffen, jedoch wirkte es, als wären diese nun anders kontrolliert. Als könnte Zeta genau steuern, welchen Typen er wann und wie verwenden wollte. Alles durch diese Riesenorbs. Dies bot jedoch auch eine offensichtliche Schwachstelle. Wenn diese fliegenden Kugeln das gesamte Geschehen beherrschten, dann musste das Team nur diese zerstören, um Zeta seiner Kraft zu berauben. Es gab nur ein großes Problem. Ihrer massigen Struktur recht tuend, hielt jeder einzelne Riesenorb einiges aus. Und mit all den Kleinorbs, die Zeta nun kontrollieren konnte, kamen auch Heilorbs. Und diese wirkten nicht nur auf Pokémon, sondern auch auf die Riesenorbs. Es war somit unmöglich, einem dieser genügend Schaden zuzufügen, um ihn zu zerbersten, ohne dass jeder vorher gemachte Schaden wieder behoben wurde. Gleichzeitig zeigten all diese Fakten auch, dass Amagagas Worte der Wahrheit entsprachen. Ein Sieg nach normalen Regeln war gegen diesen Feind unmöglich. Der einzige Ausweg war das Portal, doch auch dieser Weg schien unmöglich. Dank Machados strömte die Kraft des Plot durch Auroras Adern, doch gleichzeitig sah auch sie. Epsilon war immun gewesen, dies hatte sie im Relegationsduell bewiesen. Und wenn ihr der Plot nichts anhaben konnte, wie sähe es dann mit ihrem selbsternannten Nachfolger aus? Vermutlich sehr ähnlich. Deswegen kam es dem Vulnona einfach sinnvoller vor, die Kraft zu behalten und zu nutzen wie Darkrai am Eisberg. Aber auch das hier half nicht weiter. Und Machado schien ohnehin beinahe kampfunfähig. In diesem Moment traf Darkrai eine folgenschwere Entscheidung. Einen fliegenden Gegner konnten all die Anwesenden nur aus der Distanz bekämpfen, abgesehen von Machado, der jedoch allgemein nichts ausrichten konnte. Er war der Einzige, der in den Nahkampf übergehen konnte. Es war riskant, doch vielleicht die einzige Chance. Sofort wurde er jedoch erwartet und angegriffen von scharfen Krallen. Während die Orbs den Hauptkampf aus der Distanz übernahmen, war es Zeta selber, der im direkten Duell antrat. Auch Machado betrachtete, wie sein indirekter Teampartner in den Kampf ging und entschied sich, seine Kampfunfähigkeit aufzuheben. Auch wenn es einen Preis kostete. Aurora, deine Plotkraft, ich brauche sie wieder. Ohne sie kann ich nicht kämpfen, ich will Darkrai unterstützen. Verständnisvoll gab das Vulnona die seltsame Kraft wieder ab. Und Machado schien wieder deutlich an Energie zu gewinnen. Sofort nutzte er also seine Chance, um Kopien zu erschaffen. Seine Spezialität, welche er alleine durch die Plot-Energie im Inneren beherrschte. Aurora, pass auf dich auf, ja? Und grüß Kel von mir. Was?
bevor die Plotkriegerin ihre Frage überhaupt fertigstellen konnte, folgten alle Marshadow Darkrai einen direkten Kampf. Elementaras Teampartner schien bereits dem Ende seiner Kräfte nahe. Zeta war ein Gegner weit zu mächtig für ihn. Erst ein gesammelter Hieb der Marshadows ließ den Fokus des Drachen umschlagen. Darkrai, was bist du bereit für diesen Sieg zu geben? Der Angesprochene schien mehr zu verstehen als Aurora. Beide der Schatten begannen sofort im bekannten Plot orange zu glühen. Amagaga, gib uns deine Kraft. In einem seltenen Anfall der Selbstlosigkeit folgte das Fossil den Worten Darkrais. Auch er begann zu glühen, jedoch schwebte das Licht schnell im Wind zu den beiden Schatten. Zeta beobachtete die Lage, wirkte jedoch unbeeindruckt. Was ist euer Ziel? Versucht ihr den Plot als Waffe gegen mich zu nutzen? Ihr verschwendet Zeit und Energie. Sterbt und erspart uns allen diesen Kampf. Ohne auf die abwertenden Worte zu hören, warf Marshadow, der sich inzwischen wieder geeint hatte, einen Blick zu Darkrai. Wir wissen alle, dass wir dich niemals bezwingen können, Zeta. Egal ob mit Plot oder nicht. Aber deshalb geben wir nicht auf. Im Gegenteil, heute können wir nur verlieren. Aber wenn du mit uns scheiterst, sind wir die Sieger. Vor wenigen Tagen hast du als unbeweglicher Beiner meinem Team den Titel gekostet. Seitdem bist du um einiges stärker geworden. Sowohl die Körper von Darkrai als auch von Marshadow schienen sich aufzulösen in reine Kugeln aus Plot-Energie, die zusammen mit der Kraft Amagagas zu einer wurden. Auch jener war einfach verschwunden, als Aurora einen Blick zur Seite warf. Das Trio der Stimmen ertönte aus dem gleißenden Licht. Alle schienen dasselbe synchron zu sagen. Die Schatten, die die Sonne verdecken, in den Zeiten, in denen das Licht der Dunkelheit den Weg weist, das Band der wahren Elite. Zetas gesamter Körper wurde von dem orangenen Licht umhüllt. Allerdings schien es keine Auswirkungen zu haben. Unbeeindruckt wandte sich der Plotdrache an Aurora. Die vergeblichen Suche deiner Scheinfreunde sind wertlos. Nun bleibst alleine du, Aurora. Denkst du, bist der Kraft Zeta gewachsen? Ohne auch nur einen Moment zu zögern, schoss der Drache nach unten in Richtung Aurora. Doch inmitten des Sturzfluges stoppte er. Was soll das? Lasst mich! Oh nein, vergiss es, Zeta. Heute stehen wir für den Frieden, den wir bekämpft haben. Und für diesen Frieden muss Aurora ziehen. Und das wird sie auch, so sehr ich es selber hasse. Und dabei ist für dich kein Platz. Erneut leuchtete das Licht auf, greller als noch zuvor. Zeta wirkte eingefroren in der Bewegung, so sehr er auch versuchte, sich zu befreien. Nur Marshadows Stimme erklang noch, als der unsichtbare Drang, den Drachen an den Rand des Portals zu stürzen, schien. Aurora, ich glaube an dich. Zieh los und erfülle unseren Traum. Und brich der Elementara von dem, was hier vorgefallen ist. Mit diesen Worten verschwand Zeta endgültig in dem Portal, welches sich sofort schloss. Und mit ihm auch das Licht der Plot-Elite. All die Pokémon, die hier versammelt waren, waren fort. Laut Amagagas Worten, versiegelt. Für immer. Für einen Moment strauchelte Aurora damit, die Ereignisse zu verarbeiten. Zeta war fort, aber mit ihm auch Marshadow. Die gesamte Plot-Elite abzüglich Zetas hatte sich geopfert, auf ewig verbannt, um ihr nun den Weg zu ebnen. Die letzten Meter dieser Reise musste sie alleine bestehen. Mit dem Wissen, dass sie ihren Bruder verloren hatte. Zum zweiten Mal. Kurz stand sie einfach da, im Schock über das Geschehene. Aurora selber merkte Tränen, die sich in ihren Augen sammelten. Und doch, sofort wischte sie sich über die Augen, entschlossen wie nie zuvor. Diese drei Pokémon, Freunde, Feinde und Familie. Darkrai, Amagaga und Marshadow. Sie alle hatten sich geopfert, damit Aurora dem Autor entgegentreten und den wahren Frieden bringen könnte. Sie musste nun voranschreiten, um den Willen der Geschwundenen und für Kel. Sofort begann das Verona den steilen Aufstieg, die Überquerung der Gebirgskette. An sich war es eine schwierige und kräftezehrende Angelegenheit, doch Aurora spürte ihre Schmerzen nicht einmal.
Alles, was galt, war das Ziel. Den Weg ignorierte sie. Und so erreichte sie schon nach wenigen Stunden die Bergspitze. Was sich ihr nun darbot, war ein besonderer Anblick. Eine ewige Weite aus Fels, düster und grau. Eigenartige, regenbogenfarbene Wolken hingen über diesem nahezu leeren Ort. Nur ein Naturwunder erstreckte sich in der Mitte dieses Ortes. Eine Grotte, deren Eingang pechschwarz schien. Dies war es. Der Verstand der Welt. Noch kürzer als der Aufstieg war die Zeit, die es in Anspruch nahm, bis Aurora vor dem seltsam schwarzen Tor stand. Selbst direkt vor dem Eingang schien kein Blick ins Innere gewährt zu werden. Der farbige Nebel hatte sich auf den Metern des Tales beinahe an Aurora geheftet, folgte ihr wie der Schweif einer Sternschnuppe. Doch nach einem letzten Atemzug, als Aurora den entscheidenden Schritt tat, schwanden auch die schwebenden Farben. Alles, was verblieb, war die pure Schwärze um Aurora. Minutenlang lief sie geradeaus, ohne einen Weg, welchem sie folgen könnte. Irgendwann müsste sie doch das Zentrum der Höhle erreichen, oder nicht? Mit jedem Schritt erwartete sie in der Ferne irgendetwas zu erblicken. Riesige Flammen, einen Blitz in der Finsternis, leuchtende Augen. Irgendetwas, was der Aura dieses Ortes würdig war, das den Schauer personifizierte. Und nach gefühlten Stunden, einer langen, langen Zeit in der Dunkelheit, bemerkte sie ein kleines, grünes Licht, welches zu ihren Seiten schien zu erscheinen. Mit jedem Schritt wurde der Raum um sie herum heller, nahm eine Form an. Und jedes Mal wurde Aurora etwas langsamer, bis sie bald stehen blieb. Auf einer ewigen, grünen Wiese, unter einem sonnigen Himmel. Nur einzelne Wolken schwebten durch die blaue Einheit und manche Blumen durchbrachen das Gras. Nichts an diesem Ort ergab Sinn, so simpel er auch sein mochte. Es gab nichts, was die ewigen Weiten der Natur durchbrach. Fast nichts. Ein kleiner Punkt in der Ferne, klein aber doch einflussreich, beinahe wie eine Art Kraftfeld zog es Aurora dorthin, ohne wahrlich zu wissen, was sie erwartete, doch im Bewusstsein, was es sein könnte. Nach vielen weiteren Schritten und einem immer weiter wachsenden goldenen Punkt im Blau wurde eine Form erkennbar. Die Umrisse eines Löwen, eines Akani. Des Akani, welches Aurora suchte. Vorsichtig und doch entschlossen schritt sie schnell voran. Das Gras raschelte unter ihren Füßen. Das Zwitschern von Vögeln durchdrang die Luft. Doch nicht ein Tier war zu sehen. Kel hatte den Rücken zu seiner Partnerin gedreht, den Blick auf einen Gegenstand gerichtet, welcher wie magisch in der Luft zu schweben schien. Kel! Nun erst bemerkte auch das güldene Arkane die Ankunft Auroras. Aurora. Stumm nickte er in Richtung einer Stelle direkt neben ihm. Ohne zu zögern stellte sich Aurora dorthin. Nicht eine Sekunde des Zweifels. Zwar war Kel bei ihrer letzten Begegnung nicht er selber gewesen, doch dies hatte sich hier geändert. Sie wusste es. Sie spürte es. Dieser Ort war keiner von Falschheit, Kampf und Verrat. Dieser Ort war Frieden. Und das, obwohl ein Symbol des größten Krieges hier schwebte. Umgeben von lila Blitzen, gehalten wie ein Kraftfeld. Die Schwertfeder. Und als würde die Umgebung selber sprechen, ertönte eine Stimme, als Aurora sich setzte. Du bist angekommen, Aurora. Ich möchte dich beglückwünschen. Vieles liegt hinter dir. Große Abenteuer, große Qualen. Verrat, Schmerz und die Ungewissheit. Und trotz alledem stehst du nun hier vor mir. Du hast ein Schicksal erfüllt, welches nur die Stärksten der Starken überleben können. Und dazu begleitest du einen Gebrochenen. Er war ein Wegweiser, doch auch oft ein Hindernis. Geplagt von sich selbst, einer verlogenen Vergangenheit, dem ewigen Schmerz des Niegeschehenen. Wer bist du? Zwar kannte Aurora die Antwort bereits, doch in diesem Moment schien es einfach die einzig richtige Frage zu sein. Eine Tiefsinnigkeit steckte in diesen Worten, die die Fragestellerin selber nicht einmal erkannte. Eine besinnliche Ruhe. Ich bin, wer dich rief, wer diese Welt kreierte, wer deine Vorfahren erschuf. Ich bin, der seine Kreation prüfet. In meiner Welt nennen sie mich Jason, doch ihr kennt mich als den Autoren.